Nachdem wir im letzten Video geklärt haben, was wir in der Mechanik unter einem Körper bzw. einem starren Körper verstehen und welche Kräfte grundsätzlich an einem solchen Körper angreifen können, schauen wir uns in diesem Video die Konzepte Freischnitt und Freikörperbild an. Dabei möchte ich gleich vorausschicken, dass es sich dabei aus meiner Sicht um das zentralste Thema der TM1 handelt. Für den gesamten Stoff der technischen Mechanik ist es nämlich unglaublich entscheidend, gerade diesen Teil vollständig verinnerlicht zu haben. Und in Prüfungen stellt sich immer wieder heraus, dass gerade dieser Teil eben nicht vollständig verstanden wurde. Und zwar bedeutet Freischnitt das gedankliche Loslösen einer physikalischen Verbindung eines Körpers mit irgendeinem anderen Körper und den Ersatz dieser Verbindung durch eine entsprechende Kraft, die durch diese Verbindung auf den Körper wirkt. Ein sogenanntes Freikörperbild, das wir im Rahmen der TM mit FKB abkürzen werden, besteht nun aus einer idealisierten Skizze des Körpers, in dem alle seine physikalischen Verbindungen freigeschnitten sind. Mit anderen Worten, es besteht nur noch aus dem Körper selbst, den wir uns in einem völlig neutralen, luftleeren Raum vorstellen, sowie aller auf ihn wirkenden Kräfte, also alle Volumen- und Flächenkräfte. Schauen wir uns auch dazu gleich ein paar Beispiele an und wir beginnen mit dem Beispiel 3, in dem ein Massenpunkt mit der Masse m an einem Faden über einen Haken an der Decke aufgehängt ist. Und das Schwerefeld der Erde ist hier wieder vertikal nach unten gerichtet. Um nun das Freikörperbild der Masse zu erhalten, müssen wir zunächst gedanklich alle physikalischen Verbindungen der Masse freischneiden, die in diesem Fall lediglich aus einer Verbindung, nämlich über diesen Faden hier, besteht. Diese physikalische Verbindung ersetzen wir im Freikörperbild durch die Kraft, die der Faden auf die Masse ausübt und die wir mit F-Faden bezeichnen. Dabei ist die Fadenkraft eine Flächenkraft, die über die sehr kleine Verbindungsfläche zwischen der Masse und Faden wirkt. Da die Dicke des Fadens und damit die Angriffsfläche der Fadenkraft an der Masse sehr klein ist, es ist hier überhaupt nicht schwierig, den Angriffspunkt der Fadenkraft an der Masse als einzelnen Punkt zu idealisieren. Außerdem müssen in das Freikörperbild auch noch alle anderen Flächen- und Volumenkräfte eingetragen werden, die auf die Masse wirken. In diesem Fall also nur eine weitere Kraft, nämlich die Gewichtskraft der Masse. Da es sich hier um eine von den Abmessungen her sehr kleine Masse handelt, also eigentlich ein Massenpunkt, ist es nicht schwierig, den Angriffspunkt der Gewichtskraft G zu bestimmen, da der Schwerpunkt der Masse dem Massenpunkt selbst entspricht. So sieht also für dieses Beispiel das fertige Freikörperbild der Masse aus. Dabei ist wichtig, dass sowohl die Fadenkraft als auch die Gewichtskraft ihren Angriffspunkt an der Masse haben. Nicht wichtig hingegen ist die betragsmäßige Gleichheit der beiden Vektoren, da die Beträge der Kräfte, die in einem Freikörperbild eingezeichnet werden, im Normalfall beim Zeichnen des Freikörperbilds noch gar nicht bekannt sind. Natürlich wird sich später aus den statischen Gleichgewichtsbedingungen ergeben, dass F-Faden betragsmäßig gleich der Gewichtskraft sein muss. Aber wie gesagt, sowas ist in komplexeren Problemen nicht unbedingt immer vorher bekannt und muss deswegen im Freikörperbild auch nicht berücksichtigt werden. Entscheidend ist jedoch wiederum, dass die Richtungen aller Kräfte in dem Freikörperbild korrekt wiedergegeben sind. Also in diesem Fall, dass die Fadenkraft längs der geometrischen Ausrichtung des Fadens, also hier vertikal nach oben zeigt, und die Gewichtskraft längs des Erdschwerefelds, also vertikal nach unten zeigt.
Als nächstes Beispiel betrachten wir ein Buch, das auf einer flachen Tischplatte liegt. Für das Freikörperbild des Buches schneiden wir das Buch wieder von allen seinen physikalischen Verbindungen an seiner Oberfläche frei und zeichnen dann alle auf das Buch wirkenden Kräfte ein. In diesem Fall ist das zum einen die Gewichtskraft des Buches, die in seinem Schwerpunkt angreift und vertikal nach unten zeigt, und zum anderen eine Flächenkraft, die der Tisch auf das Buch ausübt und die durch den Freischnitt der Verbindung zwischen Buch und Tisch freigelegt wird. Diese Kraft, die wir mit F-Tisch bezeichnen, wirkt natürlich vertikal nach oben, also entgegengesetzt zur Gewichtskraft. Wo genau sie in der Auflagefläche des Buches angreift, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Daher zeichnen wir sie hier einfach mal mittig in dieser Auflagefläche ein. Auf Basis von vorhandenem Vorwissen in der Mechanik wird den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon klar sein, dass die Kraft F-Tisch genau gleich groß und entgegengesetzt zur Gewichtskraft G ist, damit sich das Buch im statischen Gleichgewicht befindet. Ich möchte aber hier nochmal betonen, dass es für das Freikörperbild selbst nicht wichtig ist, dass die Länge der Vektoren hier schon maßstabsgetreu gezeichnet ist. Also mit anderen Worten, dieser Vektor hier muss nicht gleich lang gezeichnet sein wie dieser Vektor, sondern die Gleichheit der Beträge wird sich nachher aus der Rechnung mit den statischen Gleichgewichtsbedingungen ergeben. Diese werden wir in Kürze aufstellen. Als letztes Beispiel betrachten wir einen Mann im Liegestütz, wobei sich der Mann natürlich mit beiden Händen und beiden Füßen gegen die auf ihn wirkende Schwerkraft stemmt. Wenn wir nun das Freikörperbild des Mannes zeichnen, so schneiden wir ihn komplett aus seiner Umgebung frei und zeichnen alle Volumen- und Flächenkräfte, die auf den Mann wirken, ein. Was die Volumenkräfte angeht, so wirkt hier wiederum die Schwerkraft des Mannes G in seinem Schwerpunkt S. Und was Flächenkräfte angeht, so wirken die Abstützkräfte in den beiden Handflächen und den beiden Fußspitzen, die wir dadurch freigelegt haben, dass wir die Verbindung der Hände und Füße zum Boden jeweils freigeschnitten haben. Und obwohl es sich auch in diesem Fall wieder um Flächenkräfte handelt, ist in diesem Fall die Annahme, dass die Handflächen und Fußspitzen im Vergleich zur Größe des Körpers relativ klein sind, eine sehr gute, sodass wir in diesem Fall kein großes Problem damit haben, die Flächenkräfte durch Kräfte mit einem einzelnen Angriffspunkt zu ersetzen. Da die Aufstandsflächen nämlich relativ klein sind, wird es für den relativ großen Körper kaum einen Unterschied machen, wo in der Aufstandsfläche genau ich den Angriffspunkt der vier Kräfte wähle.